Was für eine Kulisse. San Siro, Mailand, Fußballatmosphäre pur. Willkommen, liebe Zuschauer. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und auf dem Programm steht heute das Halbfinale dieses Vorbereitungsturniers. Inter Mailand gegen Hannover 96. Halbfinale in diesem Vorbereitungsturnier. Und dann wollen wir doch mal schauen, wer den Einzug ins Endspiel schafft. Ich glaube, ja, wir haben beide bisher mit guten Auftritten beim Turnier erlebt. Und so wollen beide natürlich auch wieder auftrumpfen. Auf Romelu Lukaku werden wir heute mal ganz besonders achten. Das ist ein Spieler, der jeder Partie seinen Stempel aufdrücken kann. Von dem wissen wir ja, wie torgefährlich er ist. Da muss man als Abwehrspieler immer aufpassen, sonst gibt es Probleme. Hier haben wir die Aufstellung von Inter Mailand. Samir Handanovic steht im Tor. Andrea Ranocchia spielt neben Diego Godin in der Abwehr. Antonio Candreva steht mit Kwadwo Asamoah auf dem Flügel. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Anstoß hinter Mailand. Klasse Einsatz. Hinter Mailand verliert den Ball. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Robin Koch, Waldemar Anton, Gieselmann. Das sieht vielversprechend aus. Tja, das war keine gute Flanke. Und Candreva. Den Ball spielt er raus. Candreva am Ball. Antonio Candreva. Gut verteidigt. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Candreva führt aus. Jetzt kann er die Flanke bringen. Könnte jetzt was werden. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Robin Koch. Arne Meyer. Gieselmann. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Felix Klaus. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Waldemar Anton. Gieselmann. Robin Koch. Henrichs. Niklas Füllkrug. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Und das gibt Abstoß.
Für viel Diskussionsstoff hat die Meldung von diesem möglichen Wechsel gesorgt, Buschi. Das stimmt, aber offiziell ist noch nichts. Wir können das also bisher nur als Spekulation behandeln. Brozovic. Varela. Borja Valero. Ballverlust Inter Mailand. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Henrichs. Dennis Geiger. Arne Meyer. Füllkrug. Gieselmann. Ja, könnte was werden. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Das hätte gefährlich werden können. Inter Mailand verliert den Ball. Robin Koch. Arne Meyer. Gieselmann. Waldemar Anton. Dennis Geiger. Ballverlust. Antonio Candreva. Belotti. Inter macht jetzt Druck. Belotti jetzt, was für eine Chance. Hätte gefährlich werden können, gut, dass sie da klären. Ballbesitz jetzt. Geht da voll in diesen Zweikampf. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Felix Klaus. Da ist die Balleroberung. Das könnte was werden. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Kann er was draus machen? Antonio Candreva. Der Ball, schöner Pass. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird es brenzlig. Lukaku. Antonio Candreva. Felix Klaus. Dennis Geiger. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das ist jetzt eine Chance. Parade von Handanovic. Gefahr noch nicht bereinigt. Super dazwischen gegangen. Arne Meyer. Gute Aktion. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Tja, wenn sie den machen, dann ist es die Führung. So, weiter. 0-0. Ah, oh, klasse geklärt. Macht er gut. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Arne Meyer. Klasse Technik. Varela. Ballverlust Inter Mailand. Borja Valero. Was macht er draus? Andrea Belotti. Lukaku. Gute Chance. Mit dem Ball hat er gar keine. Henrichs. Robin Koch. Waldemar Anton. Gieselmann. Der Ballverlust. Unaufhaltsam. Lukaku. Antonio Candreva.
Brozovic. Kandreva jetzt am Ball. Antonio Kandreva. Borja Valero. Hereingabe jetzt. Fällt das Tor doch noch. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Er verhindert die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Erstmal keine Gefahr mehr, aber jetzt könnte der nächste Angriff kommen. Lukaku. Brozovic. Und Valero. Kandreva. Gute Chance für eine Flanke. Und hier wird es Einwurf geben. Waldemar Anton. Es ist Halbfinalzeit und das merkt man auch. Hier sind sie alle so ein bisschen nervös. Der eine mehr, der andere weniger. Aber kalt lässt diese Partie niemanden. Ja, und das geht uns ja auch so, Wolf, hier auf der Kommentatorentribüne. Auch hier wird mitgefiebert. Das ist natürlich schon ein klasse Spiel. Es geht um so viel. Ein Sieg noch, dann bist du im Finale. Da merkst du selbst den ganz gestandenen Profis an, das ist was Besonderes. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Robin Koch. Henrichs. Dennis Geiger. Füllkrug. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Gieselmann. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Erneut so ein hervorragender Pass. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ball kommt rein. Nee, 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 keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Schöne Vorarbeit, aber der Abschluss war gar nichts. Da passt er auf. Inter Mailand verliert den Ball. Henrichs. Robin Koch. Waldemar Anton. Dennis Geiger. Fängt diesen Ball ab. Weg ist der Ball. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Demnächst steht die UEFA Champions League auf dem Programm. Für Inter Mailand. Dann geht es zu Hause gegen Tottenham Hotspur. Das dürfte interessant werden. Robin Koch. Waldemar Anton. Henrichs. Arne Meyer. Füllkrug. Gieselmann. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball.
Kandreva. Ballverlust. Arne Meyer. Henrichs. Da verlieren sie den Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Dennis Geiger. Arne Meyer. Gieselmann. Das könnte gefährlich werden. Henrichs. Füllkrug. Den Ball holt er. Und die Situation geklärt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Nee, da waren sie nicht schnell genug. Konter ist erstmal zu Ende, alle wieder hinten. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Waldemar Anton. Gieselmann. Arne Meyer. Henrichs. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt der Frei. Ballverlust hinter Mailand. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Da setzt er sich gut durch. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Henrichs. Waldemar Anton. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Klasse Tackling hier. Brozovic. Antonio Candreva. Jetzt Lukaku. Antonio Candreva. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Fabian Bredloff. Dennis Geiger. Henrichs. Füllkrug. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Lukaku. Andrea Belotti. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Da ärgern sie sich, Ballverlust. Ist hier immer noch am Ball. Romelu Lukaku. Brozovic. Belotti. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Brozovic! Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall.
Robin Koch. Henrichs. Dennis Geiger. Füllkrug. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Kann er was draus machen? Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. Borja Valero jetzt. Jetzt gibt es Einwurf. Quadwo Asamoa. Neuer Ballverlust bei Inter. Waldemar Anton. Gieselmann. Arne Meyer. Und das ist der Ballverlust. Und es gibt natürlich Einwurf. Jetzt ist es gefährlich. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Romelu Lukaku. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Sehr gut hier vom Torhüter. Waldemar Anton. Henrichs. Arne Meyer. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Henrichs. Arne Meyer. Gieselmann. Waldemar Anton. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Gieselmann. Waldemar Anton. Henrichs. Borja Valero. Inter mit dem nächsten Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Oh, viel Platz jetzt. Sie vergeben diese Riesenchance. Und wir schauen auf den Trainer, der kann es nicht fassen, wie man diese Chance liegen lassen kann. Lukaku. Inter über den Flügel, da ist Platz. Klasse Aktion, Ball ist weg. Waldemar Anton, Gieselmann, Arne Meyer, Ballverlust. Varela, neuer Ballverlust bei Inter. Da verlieren sie den Ball. Varela. Andrea Belotti. Den hält er völlig ohne Probleme. Sie
Sehr gute erste Hälfte bislang in diesem Halbfinale. Wen siehst du vorne? Schwer zu sagen, ganz schwer zu sagen. Beide bisher mit einem wirklich guten Spiel. So darf es gerne weitergehen.